meine Augsburger, die wohnen direkt, die wohnen in einem Kreuz direkt bei weil die haben Nürnberg auch. Ja, Nürnberg auch. Da haben sie uns noch ewig, da haben sie ja. Weißt du, Nürnberg braucht es noch. Ja, zu den Polizisten. Ich glaube, mit der Blasmusik hauptsächlich werden wir noch ein bisschen am unteren Mund, da sind wir ganz kleinmäßig dabei. Da sind wir motiviert. Ja. Ja. Motiviert. Wie geht die Spur aus? Ja, unentschieden. Ich glaube, mit einem kommt aber zu gut. Bis dahin. Wunderbar, wir haben ja schon Profis, wir haben ja schon das dritte Mal dabei. Wir erwarten jetzt natürlich auch 3 Punkte, ist ja klar, weil wir haben ja in Augsburg und in Nürnberg gewonnen. Und jetzt bereiten wir Regensburg die erste Niederlage. Und danach wird richtig gefeiert, oder? Genau, da haben wir natürlich die erste Ja, ist da, oder? Wo ist der Wort des Versprich? Bis jetzt passt es. Hoffen wir etwas Besseres. 3 Punkte. Na, 3 Punkte nicht. Was ist denn die? Sehen wir schneller. Ja, das ist ein kleiner, was nein, Brot, da sticht einfach so ein. Wie wichtig ist eigentlich das für euch Spieler, so eine Aktion, was der Burgbach so unternimmt? Sehr wichtig. Das ist einfach, sieht man, dass die Fans hinter uns stehen. Ja, bis jetzt haben wir immer gewonnen, wenn die Sonderzüge waren, deshalb halt 2-0 für uns. Ja, ich sag 1-0, 1-0 für uns. 3-1. 1-3, Entschuldigung, 1-3. Ich sag 3-0 für uns und Tommy Breul kommt in der 60. rein und macht einen Hattrick. Ich sag 1-0, dreckiger Auswärtssieg, 90. Minute, Kopfballtor maximal. Thank you.
in den VIP-Räumen zu der Pressekonferenz nach dem 10. Spieltag, an dem der SSV Jahn vor 4.010 Zuschauern mit 3:1 gegen den TSV Buchbach gewonnen hat. Begrüßt wie immer auch die beiden Cheftrainer, Anton Hobenstetter und unseren Cheftrainer Christian Brandt, und bitte den Gästetrainer um sein Statement zum Spiel. Hallo zusammen, herzlichen Glückwunsch an Jan Regensburg zum Sieg. Die von den Spielern ja, miterlebt haben, die haben wahrscheinlich nicht so gehirten wie ich, weil in der ersten Halbzeit war einfach Regensburg uns total überlegen von der Spielschnelligkeit. Hat eine große Probleme und darum sind sie zu den ja, Elfmeter und Freistoß gekommen. War zwar bitter, dass uns noch ein Freistoß war und zwar noch Elfmeter, aber das hat sich dann herausgestellt durch die Überlegenheit. Wir haben sporadische Konter gefahren mit Alschinger und Rofer, wo der Hörger fast auf der Linie mit geklärt zum Eckball und war ein Schuss an den Innenpfosten. Das hat heute uns gut getan. Und der zweite Halbzeit war meiner mehr präsent. Gleich nach der Halbzeit der Kopfball von Petrovic, wo der Torwart ja sensationell erlassen hat, aber wie gesagt, der Torwart kommt auch aus der dritten Liga. Ja, ja, überragender Torwart. Und so war die Mannschaft bestückt von Herrn Regensburg. Ganz tolle Mannschaft, ganz toller Fußball, muss man sagen. Und an meine Mannschaft ein Kompliment. Wir haben uns da mit allen Mitteln noch gewehrt und haben da versucht, auch immer wieder nach vorne zu spielen. Haben in der zweiten Halbzeit auch wieder unsere Chancen gehabt. Und sogar mit 11:3 Eckbälle gehabt. Auf der Stadionansage war es, glaube ich, 9:3, aber es waren noch mehr Steine mehr mit 11:3. Das, glaube ich, war der einzige Fehler in dem Stadion, in diesem traumhaften Stadion. Das war eigentlich ja, für erste Liga reif ist. Ich glaube, dass sich Darmstadt so ein Stadion wünschen würde. Hier ist wirklich alles perfekt. Und wir haben uns, glaube ich, unseren Ort ganz gut vertreten, haben ganz tapfer gespielt. Und Jan Regensburg weiterhin alles Gute. Danke. Vielen Dank, Anton Bogenstetter. Christian, dein Fazit zum heutigen Spiel, bitte. Ja, ich glaube, die erste Halbzeit war auch was vom Besten, was wir bis jetzt gesehen haben von meiner Mannschaft. Wir waren sehr, sehr variabel, sehr schnell auf den Beinen, sehr schnell im Kopf. Und haben dann auch durch das hohe Tempo natürlich viele Räume gehabt, die haben wir gut genutzt. Und sind dann auch.